Heute zeige ich euch 5 verschiedene Hemden zu 5 verschiedenen Anlässen. Hemd ist nicht gleich Hemd, auch wenn wir Männer oftmals denken, ja gut, wenn wir ein Hemd anziehen, dann haben wir ein Hemd an. Ja, aber es gibt da kleine, aber feine Unterschiede und auch unterschiedliche Hemden, die man zu unterschiedlichen Anlässen anzieht. Und heute zeige ich euch einfach mal 5 verschiedene Hemden, die man cool zu 5 verschiedenen Anlässen anziehen kann. Starten wir mit dem Hemd, was ich hier gerade anhabe. Dieses Hemd kann man eigentlich perfekt zu einem Casual Friday im Office anziehen. Warum? Das Hemd ist einfach weniger förmlich, weil zum Beispiel hier eine Tasche ist, weil man hier zum Beispiel die Button-Down-Knöpfe haben und weil das Muster, was hier auf dem Hemd zu sehen ist, auch einfach ein bisschen breiter ist. Umso breiter das Muster, umso unförmlicher das Hemd, kann man sagen. Und je feiner das Muster, desto feiner das Hemd. Dementsprechend kannst du dieses Hemd wirklich perfekt zu einem Casual Friday im Office anziehen. Und wenn du ganz viel Lust hast, kannst du auch noch deinen Ärmel aufkrempeln. So Leute, weiter geht's mit dem weißen Businesshemd. Und wozu zieht man ein weißes Businesshemd an? Ja Leute, ihr könnt es euch denken, genau zum Business. Wenn man zum Beispiel ein Business-Meeting hat oder grundsätzlich zur Arbeit. Was macht das weiße Businesshemd so besonders? Zum einen ist das weiße Businesshemd vom Stoff her einfach ein bisschen feiner. Und dementsprechend kannst du das weiße Businesshemd auch perfekt zu feineren Anzügen anziehen oder grundsätzlich zu Anzügen. Und es ist komplett rein weiß. Dementsprechend kannst du auch sämtliche Accessoires, wie zum Beispiel Krawatte, Fliegen etc., perfekt zu einem weißen Businesshemd anziehen. Und eine kleine Besonderheit noch an der Stelle. Man kann natürlich hier noch ein bisschen unterscheiden in den verschiedenen Kragen. Ich habe dazu auch schon mal ein komplettes Video gemacht. Falls dich das interessiert, Hemdkragen, check mal hier oben dieses Video aus. Grundsätzlich finde ich bei einem Hemd, vor allem bei einem weißen Businesshemd, den Haifischkragen einfach ein bisschen besser als den Klassiker, den Kentkragen. Und damit dein Business-Look auch immer on point aussieht, solltest du auf jeden Fall den Styling-Hack Number One auschecken, den Magic Button. Der Magic Button ist ein von beiden Seiten klebender Silikonknopf, den du perfekt dazu verwenden kannst, um zum Beispiel deinen Kragen zu fixieren, wenn dein Kragen zum Beispiel absteht, oder als versteckten Knopf an deinem Hemd, oder vielleicht auch, um deine Krawatte zu fixieren, oder wenn zum Beispiel dein Einstecktuch runterrutscht, kannst du damit auch dementsprechend passend dein Einstecktuch fixieren. Also ein Styling-Hack, der multifunktional ist und der bei keinem Business-Look fehlen sollte. Und den Link zum Magic Button, den findet ihr unten, wie immer, in der Infobox. Weiter geht's von Business zu Beach. Und zwar zu einem Hemd, das man perfekt zum Beispiel zum Strand oder zur Beachbar anziehen kann. Das Hemd gibt dir auch direkt ein anderes Gefühl. Warum? Denn der Stoff ist allein schon direkt anders. Gerade hatte ich ein feines Hemd an, ein Business-Hemd. Und jetzt merkst du auch auf der Haut, das fühlt sich ganz anders an, weil jetzt hier zum Beispiel das Hemd aus Leine-Baumwolle besteht. Und das Hemd hat eine Besonderheit. Es hat keinen Normalkragen, sondern einen Stehkragen. Und die Knopfleiste geht nicht komplett durch bis unten, sondern geht so ein Stück weit bis unter die Brust. Und zum Beachlook, Leute, da wisst ihr, da muss man sich natürlich auch ein bisschen die Ärmel aufkrempeln. Also alles locker flockig am Strand. Business, Beach und jetzt kommen wir zum Dinner. Und zwar dieses schöne, etwas feinere, elegantere Hemd kann man perfekt zu einem Dinner-Date anziehen. A natürlich, weil es schwarz ist. Aber auch B, weil es einfach ein bisschen besonderer ist. Denn das Hemd ist ein bisschen weiter geschnitten, was man zum Beispiel an den Ärmeln ganz gut erkennen kann. Aber auch der Kragen ist wesentlich weiter ausgeschnitten. Normalerweise macht man sich ja manchmal Gedanken darüber, okay, soll ich den letzten Knopf noch zumachen oder soll ich ihn auflassen oder nur nutze ich den Magic Button? An dieser Stelle wird einem diese Entscheidung komplett abgenommen, weil grundsätzlich dieses Hemd wesentlich weiter geschnitten ist. Und vom Stoff her ist es ein sehr lässiger Stoff, sehr fein, aber gleichzeitig auch, fällt sehr schön auf der Haut und von daher wirklich perfekt zu einem schönen Dinner-Date. Weiter geht's. Vom Dinner kann man möglicherweise später auch nochmal in die Bar gehen und dazu passt dieses Hemd perfekt. Ebenfalls wie das vorherige Hemd, einfach ein bisschen weiter geschnitten und hier eine richtig schönere Besonderheit ist natürlich dieses auffällige, außergewöhnliche Paisley-Muster, was auf jeden Fall ein Hingucker ist und zudem fühlt sich das Hemd extrem entspannt auf der Haut an, denn es ist ein seidenartiges Hemd, Leute, und jeder, der schon mal Seide angefasst hat, der weiß, wie extrem gut sich das Ganze anfühlt. Heißt, wenn du abends mal in die Bar gehen möchtest und einfach mal etwas besonderes Hemd anziehen möchtest, dann solltest du vielleicht auf so ein Hemd zurückgreifen. So, und wie immer habe ich euch natürlich auch noch verschiedene Hemden zu unterschiedlichen Anlässen unten ebenfalls in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und dann hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall das richtige Hemd zum richtigen Anlass findet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Tragen eurer Hemden. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.